herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Raube und heute machen wir mal wieder einen Espresso-Talk. Deswegen ist Nicole wieder mit dabei. Hallo. Und wo könnte man besser einen Espresso-Talk machen als hier aus der ewigen Stadt aus Rom? Und wir haben tatsächlich hier auch Espresso dort. Und jetzt geht's los. Die größere, genau, und jetzt geht's los. Hi Jens, ich will einfach mal dreist nachfragen, ob deinerseits Interesse besteht, mal das eine oder andere Video bezüglich des Thema Open Interest und Volume zu drehen. Also Open Interest und Volumen ist natürlich etwas, was von vielen Händlern mitgenutzt wird bei der Analyse. Ich persönlich nutze aber zum Beispiel das Open Interest so gut wie gar nicht. Also ich schaue mir das eigentlich überhaupt nicht an. Volumen schaue ich mir schon an. Und wenn ihr euch das wünscht, kann ich da auch gerne extra mal ein Thema machen. Zurzeit ist ja so sehr angesagt Volume Profile. Da hat man dann quasi so an der Seite so Volumen nicht mehr unten dran. Das ist wirklich gut. Das nutzen wir auch mit Trading View. Und ich denke, da machen wir mal ein Video dazu. Das ist auf jeden Fall hilfreich, wenn man so einen Ausstieg sucht. Also wo geht man jetzt konkret rein und so weiter. Will meinen ersten Trade riskieren als Neuling. Was ist aber, wenn alle Ampeln auf Rot stehen in der Morgenroutine? Oder zu viele Ampeln auf Rot stehen? Na, übersetzen wir es mal in was Einfacheres. Du willst zum allerersten Mal über die Straße gehen, aber es ist rot und es kommen ganz viele Autos durchgefahren. Dann kannst du nur was machen? Abwarten. Genau. Also dann kannst du einfach nur warten, bis endlich grün wird. Und wenn dann grün ist, dann kannst du erst darüber gehen. Gerade am Anfang macht es also wirklich Sinn zu sagen, okay, man wartet wirklich auf ideale Marktzustände. Und wir haben ja jetzt schon relativ lang, also so seit Februar ungefähr, dass der Markt so sehr, sehr volatil ist und dass es hin und her geht. Und das ist einfach für jemanden, der zum allerersten Mal einen Trade macht, nicht das Optimum. Und deswegen warte lieber ab, bis das Umfeld besser ist und mach dann deinen ersten Trade. In der Zeit kannst du Paper Trading machen oder einfach noch ein bisschen was lernen. Hallo Jens, für mich ist das Thema sehr interessant. Bitte sag mir doch mal etwas dazu, zu Corporate Call Writing bei uns in Deutschland. Wie behandelst du es steuerlich? Zum Beispiel mit den ITM Calls und OTM Calls. Also, Optionen und Aktien sind zwei getrennte Sachen. Es gibt die zwei verschiedenen Steuertöpfe. In dem einen sind Aktien, in dem anderen sind Optionen. Und wenn du jetzt mit dem einen Gewinn machst und mit dem anderen Verlust, kannst du das nicht miteinander verknüpfen. Das heißt, oder gegenrechnen. Du kannst also jetzt nicht sagen, du hast jetzt 100 Aktien gekauft und die haben Gewinn gemacht und du hast jetzt einen Call dagegen geschrieben und der hat jetzt Verlust gemacht und jetzt verrechnest du den Verlust mit dem Gewinn. Du musst den Gewinn der Aktien komplett versteuern und den Verlust der Option, der wird vorgeschrieben. Ja, und umgekehrt genauso. Du machst mit der Option Gewinn und mit den Aktien Verlust, muss der Gewinn der Option versteuert werden, der Verlust der Aktien wird vorgeschrieben. Und das ist völlig egal, ob das Out-of-the-Money-Optionen, In-the-Money-Optionen sind und so weiter. Also es spielt eigentlich keine Rolle. Du musst dir einfach nur merken, Optionen, Aktien, zwei getrennt voneinander, steuerlich zu behandelnde Dinge. Für dich selbst zählt natürlich am Ende das Ganze als Ergebnis. Was passiert mit den Optionen, falls in dem Beispiel Tesla zwischenzeitlich übernommen werden würde? Was bedeutet das für den Optionsverkäufer? Endlich haben wir wieder Tesla drin. Also völlig egal, was das für eine Aktie ist, wenn du eine Option, egal ob geschrieben oder gekauft hast, dann hast du Rechte bzw. Pflichten. Und sollte die Aktie mal als Beispiel übernommen werden, Übernahmen erfolgen ja in der Regel zu einem etwas höheren Preis. Jetzt stellen wir uns mal vor, du hast einen Put auf Tesla geschrieben und die Aktie wird jetzt zu einem höheren Preis oder zum aktuellen Preis übernommen. Damit ist sie ja vom Markt weg, dann gibt es sie ja nicht mehr. Derjenige, der den Put gekauft hatte, hatte das Recht, die Tesla-Aktie zu einem niedrigeren Preis zu verkaufen. Da er das jetzt nicht mehr kann, da es die Aktie nicht mehr gibt, wird dieser Put wertlos verfallen, beziehungsweise sofort an dem Tag der Übernahme wird diese Option wertlos ausgebucht. Meistens ist es ja so, es kommt eine Übernahme, Aktie springt nach oben und damit ist ja klar, dass sie nicht mehr fällt und dann sind eigentlich innerhalb von einer Sekunde, sobald das bekannt gegeben wird, ist die Option, die du geschrieben hast, wertlos. Und wer halt den Put gekauft hat, der weiß auch, jetzt ist es wertlos, weil die Absicherung ja nicht mehr nötig ist, weil die Aktie ja zum höheren Preis weggekauft wird. Hallo Jens, was würdest du mit 100.000 Euro machen oder beziehungsweise wie würdest du sie anlegen?
Also ganz wichtiger Punkt, ne? Was würde ich mit denen machen, wie würde ich sie anlegen? Was würde ich mit denen machen? Hier in Rom würde mir schon das eine oder andere einfallen, aber anlegen. Man kann es eigentlich pauschal gar nicht beantworten, weil das kommt natürlich immer ein bisschen darauf an. Wenn du jetzt sagst, okay, du willst, du brauchst das Geld wieder in 2 Jahren, musst du natürlich was anderes machen, als wenn du sagst, das könnte ein Teil meiner Altersvorsorge sein. Grundsätzlich würde ich aber immer versuchen, wenn das Geld ein bisschen längerfristig arbeiten kann, es natürlich produktiv anzulegen. Das heißt, ich würde mir jetzt keine Investments kaufen, die nichts abwerfen. Das heißt, also ich würde mir jetzt kein Gold kaufen oder Kunst oder sonst irgendwas, sondern ich würde immer irgendetwas investieren, wo ein Ertrag zu erwarten ist. Das könnten Immobilien sein, das könnten natürlich vor allen Dingen Aktien sein. Und wenn du jetzt vor dieser Situation stehst und du hast überhaupt keine Ahnung, also das heißt, du hast kein Wissen, wie man eben mit Immobilien, wie man mit Aktien oder mit irgendwelchen anderen Sachen umgeht, dann würde ich das Geld erstmal ganz sicher aufs Konto packen, wo man auch erstmal gar nichts dafür kriegt, weil gibt es ja zurzeit nichts, und würde erstmal was lernen, wie mache ich es denn am besten. Was ich definitiv nicht machen würde, ich würde es nicht gleich irgendwo hingeben und sagen, mach mal was aus dem Geld. Ne? Sondern ich würde mir schon erstmal selbst Gedanken machen, und selbst wenn ich erstmal recherchieren würde, kann denn vielleicht ein Berater, ein Händler, wie auch immer, was aus meinem Geld machen. Aber ich würde es jetzt nicht nehmen und sagen, oh, jetzt muss ich es innerhalb von einer Woche investiert haben, damit es Erträge bringt. Ne? Sondern ich würde mich da schon vorher gut informieren, ich würde was lernen darüber. Und wenn du eben schon erfahren bist und Ahnung hast, dann, ich würde es wahrscheinlich nicht in Immobilien, ich würde es in Aktien stecken. Das ist, ja, ich glaube, Aktien würde ich machen. Das war's schon an Fragen. Dann war das heute ein Espresso-Talk hier live aus Rom. Wir trinken jetzt noch ein bisschen Wasser, wir trinken noch ein bisschen Espresso, denn es ist ziemlich warm. Hier sind 30 Grad, aber Rom im Juli sensationell. Also fahrt mal hierher nach Rom, es ist wirklich schön hier, echt toll. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video, das kommt dann wieder von zu Hause. Bis dahin, euch alles Gute, viel Erfolg, tschüss, servus, macht's gut. Ciao. Bye, bye.